Hallo. Ja, wir kommen zur Lösung der Hausaufgabe und die lautete: Bestimme I hoch I in Klammern hoch I. Ja, also erstmal eine Anmerkung: Die Klammer ist wichtig, weil wenn da I hoch I stehen würde ohne Klammern, dann müsste man erst die beiden oberen, also die obere Potenz hier berechnen. Und das Ergebnis dann als Exponent der unteren nehmen. Ne? So ist die Reihenfolge, wenn keine Klammer da ist. Und deshalb ist die Klammer wichtig. Gut, jetzt, wenn man sich das anguckt, da könnte man denken, da gibt es doch so ein Gesetz aus der Schulmathematik. Das habe ich hier nochmal, Augenblick, ich zeige es euch mal. Das habe ich hier nochmal, ich markiere das mal gelb. Hier habe ich das nochmal hingeschrieben. Ja, und die linke Seite ist ja hier von dieser Form. Ne? Da wird eine Potenz nochmal potenziert, so wie hier. Und in der Schule lernt man, da muss man einfach die beiden Exponenten nehmen und multiplizieren. Ne? Das wäre praktisch, wenn das hier, also wenn man dieses Gesetz hier benutzen dürfte, dann wäre man praktisch direkt fertig. Dann stände hier oben i Quadrat und das ist minus 1. Ja. Da wäre man also schon fertig. Gut, aber dieses Gesetz gilt nicht, sondern wir sind ja bei den generalisierten mehrwertigen Potenzen und da ist, hier steht es ja auch, da ist alles komplex. Ja, da können wir also nicht das Gesetz aus der Schulmathematik nehmen, sondern da müssen wir dieses Gesetz hier nehmen. Ja, das sieht so ein bisschen anders aus. Also erstmal mache ich das, was man in der Schule macht. Ich nehme die beiden Exponenten und multipliziere die. Ja, dann erhalte ich b hoch a mal c. Ne? So wie hier oben in der Schulmathematik. So, das Neue ist, wenn ich im Bereich der generalisierten Potenzen arbeite, dann muss ich noch diesen Faktor hinzufügen. Ne? E hoch 2 mal pi mal i mal c mal k. Wobei c hier der äußere Exponent ist. Und k, das ist eine beliebige ganze Zahl, ne? Denn das ist ja eine generalisierte Potenz und die hat unendlich viele Werte, ja, und die erhalte ich eben, indem ich für k hier alle ganzen Zahlen nacheinander einsetze. Gut, also das ist das Gesetz, was uns helfen wird, diese Potenz i hoch i zu berechnen. Ja, das ist dann Klacks. Das dauert dann nur so 5 Minuten, aber wir müssen dieses Gesetz erstmal herleiten. Ja, das ist das Potenzgesetz Nummer 3, mehrwertiger Fall. Und das machen wir jetzt hier unten und dazu scrolle ich mal hier so runter. So, und jetzt geht's los. Jetzt fangen wir also an, das Gesetz herzuleiten. Dann nehmen wir also einfach hier die linke Seite des Gesetzes, ich markiere die mal und formen die jetzt so lange um, bis die rechte Seite entsteht. Ja? Und wir beginnen, weil das hier eine generalisierte Potenz ist, mit der Definition der generalisierten Potenz. Und zwar wenden wir diese Regel, das muss ich mal eben hier einzeichnen, da wenden wir diese Regel auf die Klammer an. Ja? Also nicht auf das C, das beachten wir gar nicht, sondern nur auf die Klammer hier. Ja? Da wenden wir hier diese Regel an, die Definition der generalisierten Potenz. Ja, die haben wir schon ganz oft angewendet. Die lautet, schreibt die E-Funktion hin. Im zweiten Schritt übernehmen wir den Exponenten, also Alpha. Und der dritte Schritt ist, multipliziere den Exponenten mit dem Logarithmus der ursprünglichen Basis Beta. Ja, das ist dieses Beta hier. Ja? Gut, die drei Schritte machen wir hier mit der Klammer. Also, da schreiben wir zunächst im ersten Schritt nochmal die E-Funktion hin. Der zweite Schritt ist, ich übernehme den Exponenten. Das ist das A hier. Und der dritte Schritt ist, ich multipliziere den Exponenten mit dem Logarithmus der ursprünglichen Basis. Das ist das b. Ja? So, das c spielte bei der Rechnung jetzt keine Rolle. Das wird einfach nur übernommen. Ne? Wir haben diese Definition ja nur auf die Klammer angewendet, auf die Potenz in der Klammer.
Gut, jetzt machen wir Folgendes. Wir wenden die Definition nochmal an. Ja, denn wir haben ja jetzt hier, ich nehme da mal eine andere Farbe und kennzeichne das. Wir können ja jetzt hier das, was ich gelb markiert habe, als Basis bezeichnen. Ja, das ist zwar keine komplexe Zahl, sondern ein Term aus komplexen Zahlen, aber es ist ja egal. Das ist jetzt die neue Basis. Ja, und das hier ist der Exponent. So, wenn man das so sieht, also wenn man das Gelbe als ein Block sieht und c ist der Exponent, dann kann ich wieder diese Formel hier anwenden. Ja, ich markiere die nochmal. Das ist also nochmal diese Formel hier. Ja, machen wir das mal. Nehme ich mal wieder einen anderen Stift. Also, der erste Schritt ist, ich schreibe die E-Funktion hin. Ja, das ist diese hier. Da mache ich hier so eine 1 hin. Erster Schritt. Ja. Zweiter Schritt ist, ich übernehme den Exponenten. Ja, das hätte ich jetzt nicht zeichnen sollen. Hier, diesen Exponenten. So, so muss ich es zeichnen. Ja, der wird übernommen. So, und das ist der zweite Schritt. Ich schreibe es mal dran. Zweiter Schritt. Dritter Schritt, ich multipliziere den Exponenten, das ist der dritte Schritt, mit dem Logarithmus der ursprünglichen Basis. Ne, die ursprüngliche Basis ist das hier, also alles, was gelb markiert ist. Also muss ich hier alles, was gelb markiert ist, in den Logarithmus reinschreiben. Ja? Ich habe also nur nochmal diese Definition der generalisierten Potenz angewendet. Ne? Das erste Mal oben und jetzt nochmal. Gut, beginnen wir mit dem nächsten Schritt. Aber fragen wir uns erstmal, warum habe ich das gemacht? Also warum habe ich zweimal diese Definition angewendet? Weil jetzt hier ein Term entstanden ist. Ich unterstreiche den mal hier. Ja, oder ich kann den auch mal eben in Gelb markieren, weil das ist wichtig. So, hier ist ein Term entstanden. Und zwar haben wir die Logarithmusfunktion und die E-Funktion. Ja, normalerweise heben die sich auf, das heißt, das würde alles wegfallen hier. Da würde nur a hoch lnw übrig bleiben. Aber da muss man wieder aufpassen, wir sind ja nicht im Reellen. Ne, im Reellen heben die sich beide auf, aber im Komplexen, da muss man diese Formel hier nehmen. Ich markiere die mal in Gelb hier. Ja. Also da habe ich wieder hier einen Logarithmus und eine E-Funktion, die heben sich auf, da bleibt das Z übrig. Ja, aber im Komplexen muss ich dann noch 2 Pi mal I mal K hinzuaddieren. Ja, so lautet die Regel, die haben wir hergeleitet. Ja, dann machen wir das mal. Dann nehme ich wieder eine andere Farbe für den Stift. So, also. Die Regel sagt also, dass sie sich im Prinzip aufheben und ich kann erstmal das Z hier hinschreiben. Das ist der erste Schritt. So, also wir gehen davon aus, die heben sich jetzt erstmal auf. Ja, und da bleibt dieses übrig hier, a mal lnb. Und dieses a mal lnb, das schreiben wir hier hin. Ja, machen wir noch einen Pfeil dran. So. Ja, also das sagt die Regel. Erstmal davon ausgehen, dass sich beide aufheben, Logarithmusfunktion und E-Funktion, und da bleibt hier der Exponent übrig. Ne? Und das hier ist, das ist eben hier im Beispiel a hoch lnb. Ne? Das bleibt übrig. So, jetzt steht da aber noch, habe ich ja gerade erzählt, man muss noch diesen Korrekturfaktor hinzuaddieren, 2 Pi mal i mal k, ne? Wobei k irgendeine ganze Zahl ist. Ja, also mache ich das hier an dieser Stelle. Da addiere ich hier. So, machen wir mal ein Ausrufungszeichen. Da addiere ich 2 mal Pi mal I mal K hinzu. Ne? Wie gesagt, im Reellen braucht man das nicht, aber im Komplexen muss man das machen. Ja, gut, und damit ist dieser Schritt, der ist ziemlich schwierig jetzt gewesen, schon hinter uns und wir können zum nächsten Schritt, aber da muss ich mal eben hier so ein bisschen runterscrollen. Das vielleicht kriegen wir ja alles drauf. So, okay. Gut, der nächste Schritt ist jetzt,
dass wir einfach hier diese Klammer ausmultiplizieren. Ja, da habe ich dann also a mal c mal ln b, das ist dieser Term hier. Ich markiere den mal eben in gelb, dieser Term hier. Und den finden wir dann hier. A mal c mal ln b. So, und dann multiplizieren wir dieses c noch mit diesem Summanden. Dann haben wir die Klammer ausmultipliziert und da erhalten wir 2 Pi i mal c mal k. Ja, also das hier, das c, wird verbunden hiermit und dann erhalten wir diesen Term hier. Ja, gut, also das war einfach nur die Klammer ausmultiplizieren. So, jetzt haben wir ja hier eine E-Funktion und im Exponenten, da steht eine Summe. Und da gibt es hier dieses schöne Gesetz. Ich markiere das mal hier. Na, wenn ich eine E-Funktion habe und im Exponenten steht eine Summe, da kann ich da zwei, also das Produkt zweier E-Funktionen draus machen. Und der erste Summand wird zum ersten Exponenten und der zweite Summand wird zum zweiten Exponenten. Ja, das machen wir hier. Also, ich markiere es mal, das ist hier der erste Summand. Und das hier, das ist der zweite Summand. Ja, der kommt hier in die zweite E-Funktion. Und der erste Summand wird Exponent der ersten E-Funktion. Gut, und jetzt können wir weitermachen. Das scrolle ich mal wieder nach unten. Achso, da sind wir ja schon am Ende. Brauchen wir gar nicht mehr scrollen. Da kommt jetzt im nächsten Schritt noch schon die Lösung. Ja, was müssen wir da machen? Da müssen wir nochmal die Definition der generalisierten Potenz anwenden, also schon zum dritten Mal jetzt, aber diesmal von rechts nach links. Ja? Also es geht um diese Formel hier, ich markiere die mal, die ganz unten in gelb hier. Ja? Das ist wieder die mit den drei Schritten und die wenden wir jetzt an, aber von rechts nach links. Und zwar, da muss ich mal gucken, auf diesen Term hier, genau, auf diesen Term hier. Ja, der wird zu diesem Term hier. Na, können wir ja mal eben probieren, ob das richtig gelaufen ist. Na, also wenn ich so, wir machen die Probe, indem wir einfach rückwärts gehen. Ja, und zwar habe ich ja hier eine generalisierte Potenz und die Regel lautet, ich schreibe die E-Funktion hin, das ist dieser Term. Ich übernehme den Exponenten. Der wird auch zum neuen Exponenten und ich multipliziere mit dem Logarithmus, also den Exponenten. Ne? Den Exponenten multipliziere ich noch mit dem Logarithmus der ursprünglichen Basis. Ne? Ursprüngliche Basis ist b, also mit ln b. Ja, also wir haben die Probe gemacht von hier nach hier oben. Und wenn die Probe stimmt, dann ist auch diese Richtung hier richtig. Ne? Gut, da muss man so ein bisschen üben, damit man das auch wieder in sowas umformen kann, weil meistens braucht man das in die andere Richtung, von hier unten nach hier oben, in diese Richtung, ja, aber das kriegt man schnell raus. Ja, und damit sind wir dann auch schon fertig. Na, das hier ist die Lösung, also die Gleichung, Potenzgesetz Nummer 3 in der generalisierten Form. So, und diese Formel werden wir jetzt gleich benutzen, um unsere Potenz i hoch i hoch i zu berechnen. Na, da fahren wir jetzt zur nächsten Seite. Da machen wir das. Also die Formel müsst ihr euch merken, na, die letzte Formel hier. Aber ich habe es auch nochmal auf der anderen Seite hingeschrieben, natürlich. So. Ja, kommen wir jetzt hier zur Berechnung von i hoch i in Klammern hoch i. Und dazu werden wir diese Formel hier, die ich jetzt markiere, benutzen. Die haben wir gerade auf der vorigen Seite hergeleitet. Ja, gut, gucken wir uns die Formel mal an. Und in unserem Fall, da ist ja, da sind ja beide Exponenten und die Basis gleich i. Ja, also ich kann sagen, mein b ist i, mein a und mein c, die sind alle i. Also erhalte ich als Lösung i hoch i mal i. Na, das kann ich schon mal hinschreiben. Das habe ich hier i hoch i mal i. Na, ich kann auch noch mal so einen Pfeil dran machen. Ich male gern. Also das hier, das ist der Term hier. Na,
So, und jetzt kommt ja noch hier der Korrekturfaktor, der dahinter steht. Und den schreiben wir dann hier hin. Ja, da muss man allerdings aufpassen. Zeige ich euch sofort. So, also hier steht ja im Korrekturfaktor e hoch 2 mal Pi mal i und dann kommt das c. Ja, da muss man aufpassen. Was ist das c? Das c ist der äußere Exponent hier. Ja, und der ist ja im Beispiel i. Ja, wir haben ja gesagt, im Beispiel ist alles gleich i. Bei der Exponenten und die Basis. Ja, also muss ich dieses c hier durch i ersetzen und dann steht hier i mal i. Ja, und deshalb steht hier an dieser Stelle i mal i und kein c. Ja, weil ich ja die gegebenen Werte da eingesetzt habe in die Formel. Ja, so, und das ist auch der nächste Schritt. I mal i ist ja i Quadrat. Und die Definition der imaginären Einheit sagt, i Quadrat ist minus 1. Ja, also fällt dieses i mal i weg. Und das wird, ich markiere es mal, dieses i mal i hier, das wird zum Minuszeichen. Denn i Quadrat ist minus 1. Gut, das gleiche machen wir hier nochmal. Hier haben wir da an der Stelle, da haben wir ja nochmal i mal i stehen. Ja, und i mal i ist i Quadrat und i Quadrat ist minus 1. Ja, das sieht schon mal gut aus. Also jetzt brauchen wir uns hier nur noch diesen Term widmen. Diesen hier. Ich markiere den mal in gelb. So, der ist jetzt, na, ich nehme mal eine andere Farbe, sonst kommt man durcheinander. Ich mache mal mit Blau weiter. Ja, diesen Term, den müssen wir uns jetzt angucken. Und da wenden wir wieder die Definition der imaginären Einheit drauf an. Ne? Das ist diese, hoppla, das war die falsche Farbe. Das ist diese Formel wieder. Na, die haben wir jetzt schon 100 Mal angewendet. Na? Das ist die mit den drei Schritten: E-Funktion hinschreiben, Exponent übernehmen und den Exponenten mit dem Logarithmus der ursprünglichen Basis Beta multiplizieren. Na, diese Formel wenden wir jetzt hier auf diese generalisierte Potenz an. Also erster Schritt: E-Funktion hinschreiben. Na, das ist hier. Der zweite Schritt, den ursprünglichen Exponenten übernehmen, also dieses minus 1, das schreibe ich hier hin. Ja, und im dritten Schritt, da muss ich markiere es mal mit dem Logarithmus der ursprünglichen Basis, das ist i, multiplizieren, ne? Und zwar den Exponenten. Gut, am besten schreibe ich das nochmal alles hin. Also das war der erste Schritt hier, ne? Da muss ich die E-Funktion hinschreiben, erster Schritt. Zweiter Schritt, ich muss den ursprünglichen Exponenten übernehmen. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, ich multipliziere mit dem Logarithmus der ursprünglichen Basis und das ist hier dieses i. Ja, das sind die drei Schritte. Gut, und der andere Term hier hinten, der wird einfach nur übernommen. So, jetzt im nächsten Schritt machen wir Folgendes. Wir verwenden ein Gesetz, das für die Exponentialfunktion gültig ist. Ja, wir haben ja hier das Produkt zweier E-Funktionen und da gilt hier diese Regel. Ich muss mal eben die Farbe wechseln. Machen wir das mal in gelb. So, also diese Regel, die markiere ich mal. Ja, wenn ich ein Produkt habe, zweier E-Funktionen, die habe ich ja hier. Dann kann ich einfach die beiden Exponenten addieren. Ja, das habe ich hier gemacht. Und zwar die 1 kann ich ja weglassen. Dann habe ich minus ln i, das habe ich hier. Und hier habe ich minus 2 pi k, das habe ich hier. Ja, gut, das war kurz und schmerzlos. Das war ganz einfach. Und damit kommen wir schon zum letzten Schritt. Ja, das Einzige, was uns jetzt noch stört, das ist dieses, ich markiere das mal eben, das ist dieses ln i hier. Ja, das stört noch. Das möchte man noch so ein bisschen umformen, ausrechnen, sage ich mal. Gut, da könnte man jetzt einfach in ein Computeralgebra-Programm gehen, ne, und das ausrechnen lassen. Aber das können wir auch von Hand machen zur Übung. Das ist eine gute Übung, dieses ln i hier ausrechnen. Ich markiere das mal eben in Geld. So, dieses ln i,
Da schreiben wir erstmal hin, dass LNI gleich Z ist, ne? Wir müssen dem Kind ja irgendeinen Namen geben. So, jetzt kann man so einen Logarithmus auch als Potenz schreiben, als Exponentialgleichung, ne? Also eine Logarithmusgleichung kann man auch als Exponentialgleichung schreiben, ne? Das sagt die Definition der Logarithmen. Und das geht folgendermaßen: Die Logarithmusbasis, das ist ja hier e, das ist ja der natürliche Logarithmus. Die Logarithmusbasis, die wird übernommen. Der Logarithmus selber, das ist der Exponent. Ja, und da bleibt ja nur noch das i übrig. Das i ist dann hier der Wert dieser Potenz. Ja, also so kann man das schreiben. Das kennt ihr aber auch aus der Schule, nehme ich mal an. So, und jetzt machen wir Folgendes. Dieses i hier wollen wir jetzt als Potenz von e schreiben. Ne? Das i kann man nämlich auch so hier schreiben. Ja? Gut, warum kann ich das i so schreiben? Ich zeichne euch das am besten mal auf. Ich mache das in Gedanken immer so, dass ich mir dann Einheitskreis aufzeichne, also in Gedanken, ja. Am Anfang kann man es natürlich auch wirklich hinzeichnen. So, und jetzt überlege ich mir Folgendes. Die Zahl i, wo ist die hier zu sehen? Die Zahl i ist ja hier, ne, an dieser Stelle. Da muss ich mal eine andere Farbe nehmen. Das geht so nicht. Nehmen wir mal grün. Das hier ist die Zahl i. Ja, ich schreibe es auch nochmal hin. Das ist die Zahl i, dieser Punkt hier. So, und die schreibe ich jetzt in Exponentialform. Ja, da brauche ich erstmal den Betrag, aber i liegt hier auf den Einheitskreis, also der Betrag ist schon mal 1. So, und jetzt muss ich noch den Winkel angeben. Der Winkel ist bei Pi 90 Grad, also Pi halbe. Na? Also schreibe ich die Exponentialform hin, e hoch i. So, und der Koeffizient von i, das ist ja immer der Winkel, da schreibe ich jetzt diese 90 Grad hin, beziehungsweise man macht das ja im Bogenmaß Pi halbe. Ja, so die 1 braucht man nicht mitschreiben, die ist unnötig, also habe ich e hoch i mal Pi halbe. E hoch i mal Pi halbe, ne? Hier steht es ja auch schon. Ja, also so formt man dieses i hier um in diesen Ausdruck. Ja, die Frage ist, warum habe ich das überhaupt gemacht? Das ist ganz einfach. Jetzt brauche ich ja nur noch die Exponenten vergleichen. Na, die e-Funktion, die ist ja gleich. Und wenn dieses z gleich i mal Pi halbe ist, ja, dann ist die Gleichung ja wahr. Also kann ich sagen, mein z ist i mal Pi halbe. Na, ich markiere das mal hier. Das habe ich hier hingeschrieben. Mein z, na, brauche ich nur die Exponenten vergleichen, ist i mal Pi halbe. So, mein Z haben wir ja hier oben festgelegt, ist aber nichts anderes als LNI. Ja, dieses LNI hier. Und somit habe ich einen Ausdruck für LNI gefunden. LNI ist i mal Pi halbe. Ja, und das kann ich jetzt hier oben einsetzen. Dann nehme ich mal einen Stift. Ne? Also hier haben wir es. LNI ist i mal Pi halbe. Und das setze ich jetzt hier oben an dieser Stelle für LNI ein. Ja, dann haben wir also hier dieses E, das wird übernommen. So, dann haben wir LNI, nee, dann haben wir ein Minuszeichen, das dürfen wir nicht vergessen, das ist dieses hier. Dann haben wir LNI, da haben wir gesagt, das ist i mal Pi halbe, das schreiben wir hier hin, das ist dieses i mal Pi halbe. Und dieses minus 2pk wird nur übernommen. Ja, und das ist die allgemeine Lösung hier. Ja, i hoch i in Klammern hoch i ist e hoch minus i mal Pi halbe minus 2pk. Ne, wobei k, wie gesagt, die ganzen Zahlen sind. Ja, da setze ich also nacheinander die ganzen Zahlen ein und erhalte immer neue Lösung. Ne? Ich habe also unendlich viele Lösungen. Ne? Ist ja auch klar, das ist ja eine generalisierte Potenz und die generalisierten Potenzen, haben wir gelernt, haben unendlich viele Lösungen im Allgemeinen. Gut, also wir haben gelernt,
Wir haben unendlich viele Lösungen, weil ich ein beliebiges K hier einsetzen kann, eine beliebige ganze Zahl. Ja, aber wir sind auch besonders an dem Hauptwert interessiert und den erhält man, wenn man für K die Zahl 0 einsetzt. Dann fällt hier also der hintere Term weg und wir erhalten als Lösung, ich schreibe es mal hin, i hoch i hoch i. Das ist sozusagen der Hauptwert. Das ist gleich e hoch minus i mal Pi halbe. Ne? Weil eben, wie gesagt, der zweite Term hier hinten wegfällt, wenn k gleich 0 ist. Ja? Manche Leute geben auch nur diese Hauptlösung an. Ne? Da darf man sich nicht verwirren lassen. Warum die das machen, weiß ich auch nicht. Die allgemeine Lösung ist schwieriger zu berechnen. Also ich weiß es schon. Ne? Die allgemeine Lösung ist schwieriger zu berechnen. Allein die Hauptlösung, das geht einfacher. Ja. Aber wir wollten ja wirklich alle Lösungen haben. Und wenn man in einem Computer-Algebra-Programm nachguckt, das Programm zeigt dann auch wirklich alle Lösungen an. Ne? Das zeigt erstmal hier die Hauptlösung an und darunter steht dann normalerweise die Nebenlösungen sind diese hier. Ja. Gut, das kann man nochmal vereinfachen. Und zwar, das ist ja die Exponentialform einer komplexen Zahl. Ich kann mir ja hier eine 1 vordenken. Also weiß ich schon mal, die Lösung liegt auf den Einheitskreis. Und den Winkel kann ich ablesen. Der Winkel ist minus Pi halbe. Das ist ja mal der Koeffizient von i. Und dann kommen wir hier zu dieser Zahl, zu diesem Punkt hier unten. Ja, und das ist minus i. Ne? Die Hauptlösung lautet ganz einfach minus i. Ja, also ich wiederhole nochmal, was wir gemacht haben. Wir haben alle Lösungen gefunden. Das sind diese hier, die ich jetzt hier grün unterstreiche. Das ist e hoch minus i mal pi halbe minus 2 pi k. Und die Hauptlösung für k gleich 0, das ist dann hier minus i. Ne? Das ist der Hauptwert sozusagen. Ja, damit sind wir fertig. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen.